Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, heute zocke ich Dr. Mario. Heute habe ich erst einen Podcast gehört, wo ein Typ drum rätselt, wie alt ist eigentlich dieses Dr. Mario, und meinte, das war wohl Nintendo 64. Und ich habe mir gedacht, nein, das gab's damals schon am NES, und recht hatte ich. Am NES Copyright für Dr. Mario 1990, ist also schon ein bisschen älter, dieses Spiel. Warum wird gerade über dieses Spiel gesprochen? Ja, weil es erscheint demnächst wohl für die Smartphones. Ja, das Spiel, das es vorgemacht hat, diese Super Match Spiele, von denen es ja auf den Smartphones gefühlt 2 Millionen gibt, und gefühlt 1 Million zu viel. Das kommt jetzt der Urvater aufs Smartphone. Und ich baue hier mal gerade richtig Mist, weil ich nicht aufpasse. So, gut, jetzt wird ein bisschen aufgewacht. Ja, also Dr. Mario kommt aufs Smartphone und ich spiele hier mal das Original. Habe ein bisschen Angst, wie das so am Smartphone wird, muss ich sagen. Ich bin nicht sicher, ob das ein guter Port wird. Und ich sehe, ich bin richtig schlecht in Dr. Mario. Ich muss mich da erst warm spielen. Wobei, ich war immer schon schlecht in Dr. Mario. Ich will das ja gar nicht hier sonderlich schön reden. Da rein damit. Ich will vielleicht noch ein blaues. Komm mal. Ah, Mano. Das kann ich einfach nur vergessen. Ey. Ich weiß schon, dass ich schlecht in Dr. Mario bin, aber so schlecht. So, bitte konzentrieren. Come on. Das erste Level schaffe ich nochmal schon. So, da. Rot, gelb, nur rot. So, da weg damit. Den kann ich da parken. Brauche ich nicht. So, da. Ja, worum geht's bei Dr. Mario? Ja, Viren müssen bekämpft werden. Was macht ein Doktor? Leute heilen. Mario ist ein Doktor, muss also Viren killen. End of story. Stapel 4 gelbe Sachen übereinander, Virus verschwindet. So einfach ist das. Das Ganze wird natürlich mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad immer schneller, und es gibt natürlich auch immer mehr Viren. So, dann. Das wär's, das ist das Spielprinzip. Mehr kommt nicht. ich hätte gerne mal nur blau, Leute. Darf ich mal nur blau haben? Ich bin faul. Einmal nur blau, bitte. Schaut schlecht aus mit nur blau. Nur blau, das wird mir nicht gegönnt. Gönnt mir doch mal blau, Leute. Einfach mal nur blau. Nein. Ja, nur blau. Ich sehe fast verschlafen. So, nochmal nur blau. Und tschüss. Next Level, bitte. Stage clear. Das Einfachste vom Einfachen. Und ich habe es geschafft. Ja, ich weiß nicht. Ich war ja immer ein sehr großer Tetris-Freund und Anhänger. Tetris taugt mir total. Aber mit Dr. Mario, ich weiß nicht. Packe ich irgendwie überhaupt nicht. Auch eins der wenigen Spiele, in dem ich gegen meine Freundin absolut keinen Meter sehe. Keine Ahnung, wie die das macht. Oder keine Ahnung, warum ich so unfähig in diesem Spiel bin. Gelb. So, da. Noch mehr gelb. Tschüss. Noch mehr gelb. Tschüss. So, da. Das sollte hier so gehen. Da fliegt der Rote da auf den da gleich drauf. Wunderbar. So, da. Was machen wir mit den Gelben? Ja, ist natürlich ein gutes Spiel. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt meine Stärke ist, dieses Game. Das Spiel ist trotzdem natürlich toll. Vor allem, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit das erschienen ist. Hatte schon eine gewisse Vorreiterrolle in dem Genre. So, da gelb brauche ich nicht. Ich bräuchte noch einen blauen da zu unten reinlegen. Kann ich das da noch reinlegen? Jawohl, geht. Na bitte, Level 2 auch geklärt.
Okay, ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Nein, 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 nein. Da werde ich nur noch sterben. Ah, das wird nichts, ist sicher. Da ist ein gelber, den könnte ich da hingeben. Da habe ich da einmal nur blau und tschüss. Einmal nur gelb. Was soll ich damit? Ah, ich verbaue mir schon wieder alles da. Na, so wird das nichts. So wird das nichts mit dem Dr. Mario Meister hier. Ja, Leute, die das Spiel gut können, werden sich jetzt wahrscheinlich denken, was tut er da eigentlich? Wieso? Ist das schlecht? Aber ich bin wegen dem Game wirklich, wirklich, wirklich übel schlecht, ich weiß. Ich habe jetzt auch keine große Motivation, das irgendwie zu ändern. Und jetzt stundenlang versuchen, besser zu werden, wird mich als auch nicht zum Dr. Mario Fan machen. Ah, das hätte ich da reingeben können. Moment, gelb auf gelb, das ist gut. Da kann ich den roten da dann endlich mal irgendwann löschen. Das parke ich da, das brauche ich nicht. So, da. Jetzt brauche ich gelb, Leute. Gelb, 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 her damit. Gelb, danke. Noch mehr gelb. Einmal gelb, geht noch. So, auflösen. So, da brauche ich auch noch gelb. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. So. Ja. So, ein Rot, Doppelrot. Doppelrot wäre jetzt voller Hit. Na, einmal Rot reicht auch. So, da. Ja, ja, ich weiß, ich spiele auf Level 2. Aber trotzdem. Ich finde es schon furchtbar schnell. da wird versenkt. Bam! Stage clear. Haben wir noch eins. Okay, 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 okay. Blau auf blau gleich. Moment, das mache ich so. Ganz schlau. Ich glaube, dass das schlau war. Schauen wir mal. So, da blau und rot. Mache ich das so. Gelb auf. Nein, 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 nein. Ach, das war ganz furchtbar schlecht. Ich habe nicht gewusst, was ich. Es geht mir einfach zu schnell. Was soll ich euch sagen? Es geht mir einfach zu schnell. So, da weg damit. Weiß ich nicht, was ich damit. Die schaufel ich da übereinander in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal verschwinden. So, da. Das hau ich da rein. Tschüss. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Tschüss mit Ö. Was mache ich damit? Ah, das kann ich da drunter stecken gleich einmal. Super, das geht. Einmal nur blau. Okay, einmal nur blau. Na, das wollte ich nicht. Das war einfach. Na. Ach, verdammte Mist. So war das nicht geplant. Natürlich war das so nicht geplant. Den kann ich da reinstecken da. Den kill ich so. Na, das passt dann nicht rein. Blau auf rot. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Weg damit. Da ist gelb. Vielleicht kann ich den das so irgendwie sinnvoll verbauen. Weg damit. Kann ich das da wegkillen? Sehr gut. Das wegkillen. Puh, vielleicht kriege ich das doch noch gebacken irgendwie. Ich habe schon wieder versaut. Ich habe schon wieder versaut. Wie kann man denn so schlecht sein in diesem Spiel? Dann hätte ich da dazwischen haben können. Ja. Was mache ich denn damit? Was soll ich damit? Na. Es ist aus. Das kann ich nicht mehr retten. Unmöglich. Habe ich noch einzelnen gelben vielleicht? Wenn ich da reinschubsen kann? Ja. Sehr gut.
Okay. Dann bräuchte ich. Da bräuchte ich Rot. Ich muss versuchen, das da oben noch irgendwie aufzulösen. Rüber, rüber, rüber. Rot. Rot. Noch einen roten da rein. Jawohl. Gelb. Nein! Okay. Einfach unfähig. Nein, 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 nein. Es tut mir selbst weh beim Spielen. Boah. Nein. Ich bin. Ist nicht mein Spiel einfach. Ich weiß, dass es ein Klassiker ist und ich verstehe es auch, dass es viele extrem feiern, aber werde ich es mir dann später am Handy holen? Wahrscheinlich trotzdem. Klar. Aber wäre ich darin jemals gut? Eher nicht so. Ich sehe gerade, ich habe 11 Minuten Dr. Mario gezockt, damit bis meine Zeit um. Ich sage immer, mindestens 10 Minuten. Und auch wenn es noch so ein Klassiker ist und viele Leute feiern, mir reichen 10 Minuten Dr. Mario. Ihr habt es ja gesehen, wie ich abstinke. Gut, gut. Bin schon auf die Kommentare gespannt. Also haut mal ruhig in die Tasten ein bisschen rein. Aber seid bitte nicht zu böse. Nicht zu böse, sonst muss ich weinen. Ja, danke für euren Daumen hoch. Danke fürs Abonnieren da unten. Einfach draufklicken, abonnieren und jeden Tag ein neues NES-Video genießen. Und da drüben gibt's instant mehr, wenn ihr sofort mehr wollt. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.